Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zu unserer heutigen Pressekonferenz im neuen Raimundtheater. Wir möchten Ihnen heute unsere neueste Musicalproduktion hier am Haus vorstellen. Nach Elisabeth und Mozart ist es das dritte Meisterwerk aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze und Sylvester Lieweil, das wir als Neuproduktion nach Wien zurückbringen. Rebecca wird hier auf dieser Bühne am 22. September Premiere feiern. Ja, es freut mich natürlich sehr, dass Rebecca nach Wien zurückkommt, denn hier war ja die Geburtsstätte und nun ist dieses Haus so schön neu renoviert worden. Und dass Rebecca hier wieder ist, ist große Freude für mich. Das war heute sehr aufregend. Wir haben ja die Creme de la Creme versammeln können. Marc Seibert, Annemieke van Damme, Anna Melva Gomez, Boris Pfeiffer kommt zurück zu uns, Aristas kommt zurück zu uns, Nienke Latten, unsere quasi Neuentdeckung, ein Shootingstar in der Musicalbranche. Sie kommt jetzt auch zum ersten Mal nach Wien. Willemijn Verkijk ist unsere Mrs. Danvers. Also ich glaube, das wird sehr, sehr aufregend werden. Also, wie das ist, hier im Raimundtheater zu sein und Maxim zu spielen, das werde ich natürlich erst so in den nächsten Wochen so richtig rauskriegen, wie das ist. Aber ich freue mich wahnsinnig. Das Raimundtheater ist das Haus, wo ich am meisten spielen durfte in den letzten 20 Jahren. Also in meiner gesamten Laufbahn als Musicaldarsteller. Es ist mittlerweile die 6. Show, die ich hier im Raimundtheater spiele. Und es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich freue mich sehr drauf. Ja, darum kam ich zurück nach Mendeley. Und ich werde stärker sein, stärker als die Schatten und die Nacht. Jetzt kommst du zurück, wieder auf diese Bühne. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, das ist irre. Also ich könnte versuchen, es zu beschreiben, aber mir würden die Worte fehlen, einfach nur hier zu stehen und hier rauszuschauen. Ganz ehrlich, ich war lang nicht mehr so nervös. Ich war 20 Jahre nicht mehr in diesem Haus. Also auf der Seite schon, aber ich bin lieber hier. Und einfach hier zu sein ist irre. Und ich freue mich schon unglaublich auf den Moment, wo sich dieser Vorhang heben wird. Hebt er sich noch oder geht er seitwärts auf? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Nein, ich freue mich wirklich wahnsinnig hier. Also mein Komponistenherz ist überglücklich. Aber auch sonst muss ich sagen, es war eine fantastisch gelungene Pressekonferenz. Ich finde auch die Idee von VBW gut, dass sie auch Fans eingeladen haben, weil da hat die ganze Pressekonferenz auch für die Künstler, die dann Darbietungen machen, viel mehr Atmosphäre. Wie ein Traum, das Wirklichkeit geworden ist. Wirklich, ich war ein bisschen gespannt und ein bisschen nervös, aber das Moment, dass ich zusammen mit Marc angefangen zu singen hat und zu singen mit Willemijn Verkijk, dachte ich, ah, ein Traum, wirklich. Ich fühle mich hier glücklich. Hilf mir durch die Nacht, gib mir die Kraft, durch die Dunkelheit zu gehen. Halt mich ganz fest, wenn das Gestern mir Angst macht. Und wenn ich gelernt hab, wie man vergisst, zeig mir, was Liebe ist. Ich werde die Beatrice spielen, die Schwester von Maxim. Und ich werde die alternierende Miss Danvers spielen. Also ich glaube, da liegt vielleicht eine kleine Herausforderung, wie die zwei Rollen irgendwie zu kombinieren sind, ob ich was fallen lassen kann und so, dass es nicht so ähnlich wird. Aber ich glaube, von der Musik her wird dieses Kontrast deutlich herzustellen sein. Also ich glaube, für mich stimmlich muss ich dann schauen, dass ich nicht so viel das in das eine mitnehme, weil Danvers ist das, was meine Stimme eigentlich am leichtesten macht. Und für Beatrice müsste ich mich dann ein bisschen entspannen. Ich spiele Jack Farewell. Das ist der Liebhaber von Rebecca und Cousin. Es ist ein schmieriger, gieriger Typ, der, glaube ich, nicht böse ist, aber er versucht einfach
seinen Nutzen daraus zu ziehen. Er hat Beweise für etwas, aber zu viel will ich nicht verraten. Und nutzt es aus, um daraus Geld zu schlagen. Und das macht ihn ein bisschen ja, zum Ekel. Also ich habe letztens den neuen Film, der in 2020 rauskam, habe ich mir noch angeschaut. Ich habe noch das Buch zu Hause liegen, was ich so halbwegs gelesen habe. Und natürlich der alte Film möchte ich mir auch noch anschauen. Also das sind die Vorbereitungen, weil ich natürlich gerne alle Details und alle Hintergründe so gut wie möglich wissen möchte. Tu nicht, was ihr Thank you.